hier wird vom Bundesrat. Das Schöne ist, in der Schweiz, alle können Bundesrat werden. Man muss nicht reich sein wie in anderen Ländern. Aber es gibt kein Geheimrezept. Ich habe selber mein Leben lang mehr für eine gerechtere Welt eingesetzt und dafür, dass man respektvoll miteinander umgeht und dass man armen Menschen hilft. Und das hat dann dazu geführt, dass ich eines Tages in die Politik gekommen bin und in der Politik vom Nationalrat zum Regierungsrat zum Bundesrat. Ich hatte dabei viel Glück gehabt. Was wollen Sie erreichen? Ich möchte mich auch weiterhin, auch als Bundesrat, dafür einsetzen, dass wir in einer Welt leben, wo man Rücksicht aufeinander nimmt, wo es nicht Krieg gibt, sondern Menschen, die einander helfen. Und die Schweiz kann dazu beitragen. Und ich als Bundesrat probiere, meinen Teil dazu zu leisten. Aber am Schluss tut der Bundesrat vor allem eins, er tut nämlich das machen, was die Bevölkerung entscheidet, in Volksabstimmungen oder wenn sie Gesetze macht. Und das ist ein wichtiger Teil von meiner Arbeit. Und was haben Sie gelernt, also Lehrstelle nach der Schule? Ja, meine erste Lehrstelle war Landwirt, Bauer, weil ich Freude hatte auch an der Natur. Und mit Bier zu arbeiten, das habe ich immer sehr etwas Schönes gefunden. Und dann später bin ich in Entwicklungszusammenarbeit gekommen, habe in Haiti geschafft und in Paraguay. Dann noch später habe ich mich für die Umwelt interessieren und für den Klimaschutz. Ich habe dann an der ETH Umwelt-Naturwissenschaften studiert und dann habe ich vor allem in diesem Bereich geschafft. Gut. Das sind die drei Fragen. Ich freue mich sehr. Danke, Elias. Sehr sympathisch sind die.